Servus zusammen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Letztes Mal haben wir einiges an Kohle gescheffelt und haben es geschafft, über 300.000 Credits zusammenzukratzen. Und jetzt wollen wir uns natürlich eine schöne Adder kaufen. Für euch als Tipp, wenn ihr in der Region von Acellus Primus, Aranin, Styx, Opala herumfliegt, dann schaut in die Systeme Melie und Ross 1008. Dort befinden sich einige große Hubs, die ihr nutzen könnt, wo ihr so gut wie jedes Setting für die ganzen Schiffe zusammenbringt. Hier auf Beagle 2 Landing gibt es vorwiegend ziemlich teure Schiffe, Beluga Liner, also so alles oberhalb von 50 Millionen bekommt ihr hier. Natürlich möchte ich dorthin auch wieder irgendetwas mitbringen. Ich möchte keinen Profit auf der Strecke liegen lassen. Sehen wir erstmal, ob es eine Mission gibt in die Richtung. Das wird sich immer am meisten lohnen. Leider nein. Dann suchen wir uns was aus dem Markt. Da haben wir auch schon das Richtige. Damit machen wir den Laderaum voll. Und los geht's. Wir sehen uns gleich da drüben. Dann kassieren wir erstmal wieder ein bisschen Profit ab. Damit haben wir jetzt 345.000 Credits für unsere Adder zur Verfügung. 100.000 möchte ich mindestens auf der Seite haben für weitere Flüge dann. Wir müssen ja auch noch irgendwelche Waren wieder kaufen. Dann geht es mir ab in die Shipyard und dann hoffe ich, dass hier alles lagernd ist, was ich gerne hätte. Hier sehen wir nochmal die Hauler und die Adder. Wie gesagt, im direkten Vergleich nicht so überragend die Adder, muss man sagen, aber auf jeden Fall mehr Cargo Space und ein größeres FSD. Im Prinzip haben wir nichts in unserer alten Sidewinder, das wir weiterverwenden würden. Deswegen werde ich die komplett verkaufen, inklusive aller Module. Das muss man nochmal bestätigen. Ihr seht, ich bin mir relativ sicher, dass ich hier alles bekomme. Mal schauen. Dann ab ins Outfitting. Wenn ihr im Outfitting seid, von oben nach unten. Hardpoints, klar, Waffen und ähnliches. Utility Mounts, kann man zum Beispiel Heatsink Launchers reinpacken. Core Internal ist alles, was wichtig ist und zwingend für Schiff erforderlich ist. Optional Internal, Sachen, die wir... Im Prinzip können alle Optional Internal Slots leer sein, das Schiff würde trotzdem fliegen. Livery, mal schauen, ob eine dabei ist. Ich glaube nicht, dass ich eine für die Adder habe. So alles mit Paintjobs, Decals, steht ja hier. Ich versuche Stored Modules immer möglichst übersichtlich zu halten. Das heißt, ich verkaufe die Module immer gleich, außer es ist jetzt speziell ingeniert, zum Beispiel FSD-Drives oder ähnliches. Dann beginnen wir mal von oben nach unten sie für uns optimal zuzuschneidern. Wir könnten hier jede Menge Torpedos, Railguns, Multicannons, wir könnten uns bewaffnen, wie nur was. Tatsächlich möchte ich maximale Sprungreichweite. Das bedeutet, jedes Modul ist entweder zu etwas Nutze für den Handel oder ich verkaufe es. Und mit Pulslasern, Waffen kann ich auf einem Handelsschiff relativ wenig machen. Ich suche mein Heil meistens in der Flucht, was relativ gut klappt. Diese beiden Slots sind schon leer. Hier könnte man Heatsink Launchers einbauen, aber auch das reduziert die Reichweite.
Core Internals. Lightweight Alloy ist schon optimiert für möglichst geringes Gewicht. Wir haben hier überall E-Module. Ein Tipp von mir, die am ausgewogensten, was Gewicht betrifft, sind die D-Module. Deswegen werde ich hier jetzt alle gegen D austauschen. Ich kann euch das auch einmal zeigen bei den Thrusters zum Beispiel. Ihr seht, die 3D-Thrusters sind schon etwas leichter. Ausgenommen unser Frameshift 3. Hier möchte ich eines, das mir möglichst weit bringt. Ihr werdet im Preis gleich sehen, das D 18.000, das C schon 56.000, das B schon 169.000 und das A gar 507.000. Der Unterschied zwischen B und A ist relativ gering. Zumindest was die Kosten betrifft. Wir wollen ja nicht eine maximierte Sprungreichweite, weil wir Explorer sind, sondern wir wollen halt komfortabel vorwärts kommen. Und das tut man auch mit einem 3C-Frameshift-Drive. Bis jetzt ist alles verfügbar, das ist gut so. Ihr seht es hier zum Beispiel bei den Sensoren, Masse 5 Tonnen. Hier seht ihr rechts oben Masse 2 Tonnen. Der 2C hätte schon wieder 5 Tonnen. Das bedeutet, wir gewinnen wirklich nur immer mit den D-Modulen Gewicht. Den hier werden wir natürlich lassen. Es wird keinen Sinn machen, hier einen kleineren einzubauen. Dann zu den Optional Internals. Auch hier gilt wieder, das Größte als Shield Generator ist eigentlich unnötig. Ihr seht hier, wenn ich diese verkaufe, die Planetary Approach, ich kann sie verkaufen, ich bekomme ein bisschen Credits dafür, aber es bringt mir relativ wenig. Erstens, sie wiegt nichts und das Zweite ist, ich kann dort kein Einser-Modul einbauen in diesen Slot. Was ich dann als nächstes nachsehe, ist, ob ich in meinen 1er-Slot vielleicht einen Schildgenerator hineinbringe. Er soll mir wirklich nur beim Landen nützlich sein, dass nicht immer alles gleich auf die Hülle geht. Oder wenn man eben mit Schwung gegen eine Station fliegt, damit zumindest das Schild abfängt. Ja, das ist der Fall. Ihr seht hier, das ist noch rot. Das ist ganz einfach. Wir können nur einen einbauen und müssen erst den anderen verkaufen. Dann beginnen wir von unten nach oben. Wir möchten natürlich maximal Lagerplatz haben. Manche fliegen auch tatsächlich ganz ohne Schildgenerator herum. Im Prinzip kein Problem, wenn man vorsichtig ist. Und dann noch ein Schildgenerator. So viel zu den optionalen Modulen. Spannend, ob ich da einen Paintjob verfügbar habe. Ja, doch. Einmal nachsehen, ob ich irgendwelche Module irrtümlich ausgetauscht habe. Ja, habe ich die Thruster. Auch die können weg. Und damit haben wir unsere Adder jetzt optimal für Transport ausgelegt. Was wir nie vergessen dürfen, ist, dass wir nur einen kleinen Shield Booster mit haben. Das bedeutet, wir sollten eine Interdiction eher nicht verlieren,
weil sonst kann es schon sein, dass uns auch eben PCs ordentlich Schaden zufügen. Seht auch, die Kosten waren ungefähr richtig abgeschätzt, so bei 150.000. Jetzt sieht man hier im Market, dass wir hier 24 Tonnen Frachtraum verfügbar haben. Was würde nun als nächstes Schiff, als nächstes Ziel Sinn machen? Wenn wir auf der Händlerschiene bleiben, dann der Type 6 Frachter. Wir sehen hier, der kostet aber schon 1 Million. Sprich, mit Modulen und allem drum und dran würde ich mal etwa 2 Millionen rechnen. Aber Cargo Capacity, damit lässt sich dann schon richtig gut handeln und fliegen. Das wird dann auch definitiv das nächste Ziel. Hier haben wir dann den Type 7 Transporter. Hier geht es wieder eine Kommastelle nach oben. 17 Millionen, 128 Tonnen Frachtraum. Und der Type 9 dann für 80 Millionen. Und wir sehen 348 Tonnen Frachtraum. Ich war dann immer schon so faul und habe mir in die wirklich schweren Frachtschiffe einen Autodock-Computer eingebaut, sodass das Schiff dann automatisch an der Station andockt. Kann man in der Zwischenzeit was trinken gehen. Ja, an der Stelle möchte ich dann Schluss machen. Ich denke, dass es Leute gibt, die interessiert, wie man die Edda ausrüstet für Handel und ein bisschen Risiko eingeht hinsichtlich einer verlorenen Interdiction, dass einen auch mein NPC zu Brei schießt oder man das Cargo Hatch aufmachen muss und seine Fracht droppt. Das werde ich euch zeigen, sobald ich meine Interdiction bekomme. Ich hoffe, das passiert bald. Bis dahin, Servus und macht's gut.